Und stellen Sie sich vor, Sie hätten Ihre Ziele schon erreicht und dann schauen Sie zurück und dann konstruieren Sie rückwärts den Weg dahin. Das ist eine Innovationstechnik und nichts anderes mache ich. Heute zeige ich Ihnen, wie man Bananen macht. Guten Abend, freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein darf, bei Gedankentanken. Heute Abend und dass wir ein bisschen sprechen über Ideen und Kreativität. 20 Minuten ist nicht viel, aber ich habe ein paar sehr praktische Dinge mitgebracht. Und damit ich weiß, was passt für Sie, gibt es eine Sache, die ich vorher von Ihnen noch wissen müsste. Ich muss wissen, wie intelligent Sie sind. Und vielleicht machen wir es praktisch einfach so, dass jeder hier im Raum, der glaubt, dass er ein bisschen intelligenter ist als der Sitznachbar, einfach mal kurz aufsteht, bitte, ja? Schauen Sie sich. Sehr gut da hinten. Zwei, drei Leute, ja, die standen auch schon. So. Haben Sie gesehen, keiner ist aufgestanden und ich sage Ihnen auch warum. Jeder von uns glaubt, er ist ein bisschen intelligenter als der andere. Lässt es sich aus Höflichkeit nicht anmerken. Ja? Erste Regel, wenn Sie schlau sind, wenn Sie Ideen haben, raus damit, Ideen teilen. Erste Aufgabe für Sie, Ideenkreativität, das bedeutet, selbst drauf zu kommen. Kommen Sie doch mal bitte selbst drauf, was das hier für eine Sprache ist. Muckibubse bin jämmchen, ich habe strammach, gürgisen jachtlapp, das sag ich halt vor. Nur alle ist nur, ne, geh lust zu plus mit dem, tebe vielleicht jotzatnus, strammach, rafsa, das war rückwärts. Und das müssen Sie jetzt glauben. Ja. Mein liebes Muckibub, wenn Sie nicht alles vernäht, was ich treffkür zu Ihnen egas, liebes Muckibub, halb so Milch, liebes Muckibub, denn die Technik hat mir hier so eine, ja, die haben mir hier so eine Kamera hingestellt, ist sogar noch da. Und die Kamera, die kann alles, was sie in die eine Richtung aufzeichnet, in die andere Richtung wiedergeben. Ja, liebes Muckibub, ich finde das toll und wir machen mal ein Experiment. Ich werde jetzt für Sie, ach, Sie sehen das sogar schon live, ich werde jetzt für Sie, Hallo da hinten. Ich werde jetzt für Sie eine kleine Szene spielen, komplett Streffkür. Wir werden das Ganze nämlich mit dieser Aramak, wir spielen das Ganze hinterher anders Murr. Und dann können Sie vernähen, was ich Streffkütige Esa gebe. Tuck. Tuck. Und die Hauptrolle in dieser Szene spielt diese Inanab. Kamera ab. Ein Anab it pse ich treff no. Us. Noch am Ust nösch hon nad no. Us. Utschen hon no. Us. Ja. Utschen hon. Utschere üf utsch. Tram nen an ab nam iv nen ich ök jast ach dir. Nen i ust strev ör ech herbsch che flov drachen raeb zu eman niam. Ola. Oh, danke schön, liebes Muckibub. Wir haben die Szene im Kasten. Wir spielen das Ganze jetzt andersrum und dann werden Sie verstehen, was ich wirklich gesagt habe. Und Sie werden vor allen Dingen sehen, wie man tatsächlich Bananen macht. Film ab in die andere Richtung. Viel Spaß. Hallo. Mein Name ist Bernhard Wolf. Ich spreche rückwärts zu Ihnen. Heute zeige ich Ihnen, wie man Bananen macht.
Stück für Stück. Noch ein Stück. Und noch ein Stück. Und dann noch schön zumachen. So. Und fertig ist die Banane. Vielen Dank. Also, vielleicht nochmal mit einer Ananas, ich weiß es nicht. Jedenfalls, Sie werden sich fragen, was ist da passiert in meiner Kindheit? Ich habe als kleiner Junge das Ortsschild meines Heimatdorfes rückwärts gelesen, aus Spaß. Ich komme aus Stockelsdorf. Stockelsdorf liegt oben bei Lübeck. Und Stockelsdorf rückwärts heißt Frotzlekotz. Mein erstes Wort rückwärts, Frotzlekotz. Das hat mich als Kind fasziniert und ich habe dann angefangen, aus Spaß alles umzudrehen. Und mit 8 Jahren, da habe ich mal beschlossen, Bernhard, du sprichst nur noch rückwärts, kein Wort mehr vorwärts, nur noch rückwärts. Mit 8. Meine Eltern, als sie das gemerkt haben, war ich 16. Aber seitdem finde ich es spannend, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, das Neue zu entdecken, neue Bedeutung zu finden, geheime Botschaften, Stockelsdorf, rückwärts, Frotzlekotz. Immer spannend, wie Sie heißen und wo Sie herkommen. Guten Abend. Schau mal, es ist irrevoll heute Abend. Sensationell hier Gedanken tanken. Nadek. Ihr Vorname ist? Konstantin. Nitnatznok. Sie sind geboren in? Krefeld. Dlef Erg. Und Ihr Vorname? Ute. Ute. Etu, genau, da bin ich gleich dran. Wäre gleich drauf gekommen, Ute. Aber ich sehe schon eine Expertin, Ute. Wir machen gleich noch was. Sie sind? Michael. Michael Lerchim und Sie sind aus? Auch aus Krefeld. Ist hier irgendjemand nicht aus Krefeld? Wo kommen Sie her? Aus Koblenz. Koblenz Snellburg. Ja, Ihr Vorname ist? Ute, Etu. Etu. Ja, die Etu. Ute, liebe Ute, ja? Liebe Ute, wir machen was ganz Spannendes. Das ist Ute, das ist Michael, das sind zwei tolle Namen, da steckt viel drin. Ute, diese Ute und Michael, dieser Michael. Kommt gerade einmal kurz mit auf die Bühne, es gibt einen riesen Applaus für euch beiden bei Gedankentag heute Abend. Ute, ich freue mich sehr. Hallo, ganz toll. Und Michael, hier war Ute. Ah, Michael. Ja, wir hätten nicht... Ute, Michael, Michael, Ute, wir gehen mal hier lang. Michael und Ute bei Gedankentanken. Ute, Platz auf der Seite. Michael, kommst du rum? Ute, Michael, ich freue mich sehr, dass die beiden mitspielen. Freiwillig. Die Sache ist die, für Sie wird es ganz entspannt. Ich muss mich anstrengen. Wir spielen 2 Spielrunden und in der ersten Spielrunde sagen Sie mal beliebige einzelne Begriffe und ich muss Sie aus dem Stehgreif rückwärts sprechen, ja? Egal, irgendwas, was Ihnen einfällt. Ute, wir fangen mal an. Triathlon. Auf wessen Seite sind Sie eigentlich? Noltaiert ungefähr. Pentagon Dodekaeder. Wir kommen direkt zur 2. Spielrunde. Michael, in der 2. Spielrunde. Ja, müssen Sie. Ja, da können Sie mich herausfordern mit 2 Sätzen. Sie haben im Moment Zeit, sich 2 Sätze zu überlegen. Sie können sagen, was Sie wollen, Zungenbrecher, was Sie zum Frühstück gegessen haben, nur dieser Pentagon NSA-Decoder muss nicht unbedingt dabei sein, okay? 2 Sätze überlegen. Ich werde Ihnen das Mikrofon auch 2-mal hinhalten und Sie sagen jedes Mal bitte dann nur. Jeweils 1 Satz. Ute, wenn ich Ihnen das Mikrofon hinhalte, dann rufen Sie ganz einfach AI. Das ist ein ganz einfaches Wort aus der Rückwärtssprache. Wir üben mal. AI. AI. Perfekt. Und Ute, Sie müssen damit rechnen, dass das Mikrofon irgendwann zu Ihnen kommt, wenn Sie gerade gar nicht damit rechnen. Und trotzdem rufen Sie dann AI. Genauso ist es. Ute, Michael, jetzt wird spannend. Wir drehen uns ein bisschen in die Kamera. Michael, wenn Sie 2 Schritte zurück machen. Sehen Sie sich da im Bild? Ute, kommen Sie hier an meine Seite. Sensationell. Jetzt kommt hier für Gedankentank die erste rückwärts laufende Talkshow. Ute, für Sie gibt's noch ein Blümchen. Und dann muss ich noch eine Kleinigkeit erklären.
Und zwar werde ich Ihnen am Ende dieser Szene, Michael, die Hand schütteln. Und nach dem Handschütteln gehen Sie einfach hier so geradeaus rüber an die Seite und warten hier, bis die Szene zu Ende ist, okay? Und Ute, auch Ihnen werde ich am Ende der Szene die Hand schütteln. Und Sie gehen dann bitte direkt nach dem Handschütteln rückwärts aus dem Bild und warten hier an der Seite, okay? Michael, Sie vorwärts, Ute rückwärts. So, Michael, Sie haben zwei Sätze im Kopf. Kommen Sie noch ein bisschen mit ins Bild rein. So, ich glaube, so sind wir gut zu sehen. Michael, zwei Sätze, Ute, AI und unsere Kamera läuft mit ab jetzt. Ui, ui. AI. Nach Aria, Chemutzlev, U, Mup, 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 Lacht. Oh. Ich habe heute in der Enzyklopädie nachgeschaut. Nochmal? Ich habe heute in der Enzyklopädie nachgeschaut. Uaschek Khan, Id Elb Ulk Üstne Raedne, Jo Eb Ache. Strev Lamprot Gas nun no Leachim. Oh. AI. Nog Iast, Nullmas noch Gramm 4, Öniam. O schreit ran, reit hier frat, u. Lacht. Oh. Ich bin müde und möchte nach Hause. Sua chan, tschöm che no. Et üm nib che. Streb gör lamchot gas leachim. Ne scherbsch, streb gör rak us nach leachim. Ne moklev chitzre. Strev Ursulach Tram Leachim, Leachim Mokad. Pst. Pst. Ach, ohne Moklev Kilstre. Uchten Yam Uanek Uav. Ach, Ucht Mokad. Usch, ach, Rain Yam Usne Moklev Kilstre. Ola. Michael und Ute! Das ist die Applaus. Dankeschön, Ute. Michael, vielen herzlichen Dank. Der Applaus begleitet Sie beiden auf die Bühne zurück. Michael und Ute. Ute, bitteschön, Ute. Ja, den Film bekommen Sie auch. Außer Sie gehen jetzt direkt nach Hause. Es ist gut, wenn Sie sich erstmal hinsetzen, Michael und Ute. Wir spielen das Ganze nämlich jetzt in die andere Richtung. Es ist gut, wenn man dabei sitzt, denn Sie sehen jetzt, was Sie tatsächlich eben gerade gesagt, getan und auch versprochen haben. Ute, Film ab in die andere Richtung, bitteschön. Hallo, herzlich willkommen zu meiner Talkshow. Da kommt Ute, wow, genau mein Typ. Herzlich willkommen, Ute. Da kommt Michael. Michael macht alles rückwärts. Herzlich willkommen. Michael kann sogar rückwärts sprechen. Michael sagt nochmal rückwärts. Ich bin müde und ich möchte nach Hause. So machen ich nur die Nippi. Toll. Ute, darf ich dir nach der Show meine Briefmarkensammlung zeigen? Ja. Oh, Michael und nun sag doch mal etwas. Ich habe heute in der Enzyklopädie nachgeschaut. So war Schikani, die Wolk ist eine Horaki. Ja. So war Schikani, die Wolk ist eine Horaki. Toll. Und, Ute, willst du mich heiraten? Ja. Juhu. Vielen herzlichen Dank, Ute und Michael. Und jetzt werden Sie zu Recht fragen, Herr Wolf, das mit dem Rückwärtssprechen, das ist ja echt lustig. Aber wie hilft mir das im Business, meine Ziele zu erreichen? Ich sage es Ihnen.
Wenn Sie im Business Ziele haben, und das ist eine spannende Parallele, dann katapultieren Sie sich ja auch in die Zukunft. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Ihre Ziele schon erreicht, und dann schauen Sie zurück und dann konstruieren Sie rückwärts den Weg dahin. Das ist eine Innovationstechnik, und nichts anderes mache ich, wenn ich so eine Geschichte erzähle. Ich gucke, wie ist das Ende der Geschichte, und kann dann jeden einzelnen Schritt rückwärts konstruieren. Sie können das auch benutzen im Marketing. Das ist ja spannend, rückwärts sprechen, geheime Botschaften in der Kommunikation. Wir denken da manchmal, das gibt's gar nicht, aber ich zeige Ihnen mal ein Beispiel, das funktioniert immer noch. Vielleicht kriegen wir es auf die Leinwand. Ein Beispiel für geheime Botschaften in der Kommunikation von Led Zeppelin. Ja, von denen weiß man, die haben das irgendwie gemacht mit den geheimen Botschaften in der Musik. Hier ein Beispiel, die Textstelle aus Stairway to Heaven vorwärts. Hören Sie sich da mal kurz rein. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Wunderschöne Rockballade. Und wenn Sie es umdrehen, dann wird es spannend. Weil dann erklingt so eine geheime, fast satanische Botschaft. Oh, it's my sweet Satan, the one whose little path won't make me sad, whose power is fake. Spitzen Sie mal die Ohren. Es ist spannend, wie Ihre Wahrnehmung funktioniert. Sie werden das raushören. Achtung. Verblüffend, oder? Und dann denkt man so, okay, geheime Botschaften, das gab es nur in der Rockmusik. Das funktioniert im modernen Marketing nicht mehr. Weit gefehlt. Wenn Sie in den Supermarkt gehen und Sie stehen vorm Joghurtregal, die Musik, die Sie da hören, die suggeriert Ihnen schon, welche Joghurtmarke Sie kaufen können. Und dann gehen Sie rüber an die Wursttheke. Und an der Wursttheke klingt doch alles ein bisschen wie... Und am stärksten halluzinieren wir Menschen unter Schmerz. Auf dem Weg zum Zahnarzt würde alles klingen. Und intelligente Menschen wie Sie, wenn wir in Berlin zusammen in die Disco gehen und Sie schauen sich da um, dann denken Sie doch auch, hey. Laura Dove, niemand sei. Und irgendwo in der Ecke steht Anneliese, bohrt sich in der Nase und muss sich natürlich sagen lassen. Und so läuft der Abend, Sie haben schon ein bisschen was getrunken an der Bar und sagen sich selbst, hey. Drei Bier. Dann bestellen Sie besoffen, um Mitternacht kommt die Rechnung, Sie schauen drauf, es ist wie immer viel zu teuer. Aber Sie müssen auch gar nicht bezahlen, denn der Barkeeper hat einen ganz anderen Vorschlag für Sie, der sagt zu Ihnen. Komm, sing für den Bier, Bier. Ja. Und dann singen Sie uns zwar das bekannte Lied von Michael Jackson. Da geht der Gärtner. Und Michael Jackson soll ja mal zu Florian Silbereisen gesagt haben. Aber vielleicht sind das auch alles nur Halluzinationen unseres kreativen Gehirns. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ah, schön. Stefan, du hast mir nicht zu viel versprochen. Die sind nett hier in Köln. So, ganz am Schluss, nur noch eine halbe Minute. Ich möchte ein Geburtstagsständchen bringen für jemanden, den ich sehr verehre. Es ist ein 100. Geburtstag und ich dachte mir, wenn ich es irgendwo irgendwann mache, dann hier heute Abend. Es ist eine Premiere und das passiert nur heute. Und ich hoffe, die Botschaft kommt an. In ein paar Tagen wird Frank Sinatra 100 Jahre. Und unsere Kamera läuft mit ab jetzt. Und hier ist mein Glückwunsch für Frank Sinatra, The Voice. Arctanis Nerv. Yet third ib
Euch und euch und befort abe ihm ucht na via, je duchten will mir, suchen öffnet Erbstarz. Und auch das spielen wir jetzt andersrum und mit diesem kleinen Geburtstagsgruß möchte ich mich für heute Abend verabschieden. Bitteschön. Thoughts, fighting, threaten, use. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Happy birthday, Frank Sinatra. Thank you.